Die Wiener Austria hätte Mitte der 2000er Jahre die erste Profistation von Mike Mendoza sein sollen. Als Jugendlicher platzt für den einstigen U16-Teamspieler Österreichs aber der große Traum. Knöchelbruch und Knorpelschaden. Doch die Liebe zum Fußball reißt keineswegs ab. Mit der Marke Lead the Ball macht er als Freestyler auf sich aufmerksam und trifft dabei auf Fußballgrößen wie Pelé oder auch Eden Hazard. Mit Lead the Box möchte der 34-Jährige die tägliche Arbeit im Fußball verändern. Wir wollen es wirklich revolutionieren, wir wollen einfach den Vereinen helfen, damit sie dann für das spätere Alter, wenn es hingeht zum Profi, gewappnet sind. Aber wenn man kann, kann man es. Und ja, war cool auf jeden Fall, das Gerät auszutesten. Also es ist sehr cool. Es ist so spielnah, so, wenn man den Ball so annimmt, so direkt annehmen, man kann halt gut mit dem trainieren. Ja, es kommt schon scharf und ja, manchmal zu hoch, man weiß nicht, wo man stehen muss. Ist das was, wo du sagst, das kann ergänzend dazu beitragen, dass man noch besser wird? Ja, schon. Weil? Weil man den ersten Kontakt gut verbessern kann. Das geht so nicht mit einem Mitspieler? Schon, aber wenn man alleine da ist. Und man kann einfach den Ball reinwerfen und passt. Die Jugend der Violetten hat nicht nur sichtlich Spaß, sondern sieht auch die Vorteile des Gerätes. Der Mann hinter den Kulissen heißt Reinhard Fabon. Apropos, die Idee ist das eine. Aber wie geht man eigentlich als Konstrukteur an die Sache heran? Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, cool. Ich weiß schon, was ich machen kann, was zu verbessern ist elektrisch. Und ja, darum bin ich jetzt dabei, weil ich daran glaube. Der Glaube daran, etwas zu schaffen, ist die Grundlage für den späteren Erfolg. Da es aber Mitstreiter auf dem Markt gibt, braucht es Alleinstellungsmerkmale, wir haben konzipiert, um sich abzuheben. Für Kids. Das heißt, da sind auch Sicherheitseinrichtungen dabei. Das heißt, wenn ein Kind in der Nähe kommt, schaltet das Gerät automatisch ab. Das ist nämlich wichtig, weil vorm Wurfreifen, das ist nicht leibend, das ist schon ziemlich stark. Darum haben wir so Bewegungssensoren einbaut, dass wenn jemand wirklich in die Nähe kommt, komplett Abschaltung. Auch auf die Sicherheit des Nachwuchses haben Visionär Mike Mendoza und Konstrukteur Reinhard Fabon Wert gelegt. Manuel Takasch ist seit Anfang Juli Akademieleiter der Wiener Austria. Nach anfänglichen, nicht vorhandenen Erfolgsmomenten hat auch er in den Trichter getroffen. Letzten Endes hat es schon ein bisschen gedauert, aber ich sage, wirklich eine interessante Erfindung, ja, die definitiv auch ihren Beitrag zur Weiterentwicklung eines Spielers leisten kann. Speziell die Violetten stehen für eine fußballerische Ausbildung mit technischem Fokus. Könnte man sich am Verteilerkreis denn vorstellen, so ein Gerät in den Trainingsalltag zu implizieren? Definitiv. Ich meine, es ist dann, sage ich mal, gerade für den Technikerwerb irgendwo, fürs Individualtraining interessante Geschichte, sage ich mal. Ist natürlich auf Sicht natürlich klarerweise auch vorstellbar. Der Akademieleiter ist somit überzeugt, aber auch Individualtrainer Ivica Vastic hat sich zum Ausprobieren bereit erklärt. Aktuell ist der 50-fache ÖFB-Nationalspieler als Individualtrainer bei den Veilchen beschäftigt. Beim Zuschauen merkt man gleich, Ivo hat einfach nichts verlernt. Nein, ist ein sehr interessantes Gerät und ich glaube, wie man sehen, das macht auch Spaß, hat er mir auch Spaß gemacht und auch Sigma bei der Jugendlichen macht er besonders Spaß. Die machen tolle Wettkämpfe und das ist mal schon gut. Wie wichtig ist denn einem Ivo Vastic auch der Erwerb der Technik hier bei der Austria? Du warst ja selber auch einer der Begnadetsten, muss man dazu sagen. Ja, das ist einmal die wichtigste. Das ist ja die Werkzeug in Fußball, wie man schön sagen. Und ich glaube, dieses Gerät kann auch sehr viel beibringen dazu, dass die Technik wieder auch in den Vordergrund kommt. In der Zeit, wo der frühere Sturm Graz-Spieler seine technischen Fähigkeiten erworben hat, gab es allerdings kaum technische Hilfsmittel. Wir haben sehr viel auch mit dem Wand gespielt eigentlich und da ist eigentlich jetzt nicht mehr vorhanden. Auch bestimmte Drehungen mit dem Ball machen wir sehr viel weniger.
zum Beispiel Gabeln auch, wird immer weniger Wert gelegt. Und ich glaube, das sind alle Dinge, was man Missenzeit finden, auch in der Akademiebereich, dass man die Kinder auch voranbringen. Neben Ivica Vastić ist auch ein weiterer ehemaliger ÖFB-Nationalspieler in Wien-Favoriten beschäftigt. Joachim Standfest zeigt ebenfalls seine nach wie vor vorhandenen Skills beim Ausprobieren. Ich glaube, solche technischen Errungenschaften kommen ja immer wieder jetzt vor. Es macht natürlich vor allem für die Abwechslung für die Jungs einen Riesenschritt, wenn man die eine oder andere Gerätschaft dann für sich beanspruchen kann. Die Hauptarbeit liegt trotzdem, glaube ich, am Platz draußen mit Mitspielern, mit Gegnern. Aber wie gesagt, vor allem der Akademie oder der Nachwuchsbereich ist ja trotzdem auch sehr grau jetzt in der Art, wenn man sehr oft das Gleiche trainiert und fast täglich am Platz steht. Also da bringt es schon eine gewisse Abwechslung. Wie groß war der Suchtfaktor beim Ausprobieren? Hat man das Gefühl gehabt, man will unbedingt immer wieder und immer wieder eine treffen? Ja, sicher. Ich ärgere mich dann gerne, wenn ich nicht treffe. Also das ist schlimm. Ich würde dann schauen, dass ich meine Emotionen dann im Griff habe. Auch eine gesunde Portion gehört oft einmal dazu, bis man den Dreh heraus hat. Doch in Zukunft sollen nicht nur Feldspieler, sondern auch Torhüter von der Innovation profitieren. Und es ist so, wir wollen ein Gerät auf den Markt bringen, das für jede Zielgruppe geeignet ist. Sprich für die Techniker, für die Mittelfeldspieler, Verteidiger, Tormänner, Stürmer. Für alle und wir werden daran arbeiten. Es ist jetzt im Moment, das muss man auch dazu sagen, ein Prototyp. Wir werden ihn so weit bringen, dass wir eine Nullserie starten und bevor wir wirklich in Serie in die Produktion gehen, dass wir wirklich safe sind und sagen können, wir gehen in Produktion. Ja, man kann es auf alle Fälle ergänzend einsetzen. Also ein komplettes Tormann-Training jetzt nur auf eine Schussmaschine auslegen, das ist jetzt nicht unbedingt mein Fall, weil eben dann diese Diskrepanz zwischen was passiert im Spiel und was kann das Gerät natürlich schon vorherrscht. Aber man kann auf alle Fälle technische Übungen, Bewegungen einschleifen zu lassen, da kann man es natürlich sehr gut einsetzen. Und gerade für sowas braucht man dann nicht einen zweiten Tormann-Trainer oder vielleicht gerade im Nachwuchs, wenn sich die gegenseitig die Bälle schießen, kommen es dann nicht immer genau auf den Punkt, wo man es haben will, damit sich die Technik entwickelt. Dementsprechend ist natürlich so Unterstützung schon sehr hilfreich. Fürs Techniktraining ist es immer sinnvoll, solche Sachen einzusetzen, weil natürlich die Präzision des Gerätes vielleicht einmal den Trainer ersetzen kann und man kann sich da besser also dann auf die jeweiligen Torhüter konzentrieren. Ja, mittlerweile muss man sagen, sind wir auch aufgewärmt. Mike, wir haben jetzt viele auch sprechen lassen über dieses Gerät. Ich glaube, die sind alle sehr einstimmig der Meinung. Das Gerät funktioniert, das Gerät macht Spaß und vor allem es erzeugt ein bisschen auch eine Suchtgefahr. Weil wenn man nicht eine trifft, dann will man unbedingt auch treffen. Und ich glaube, das gilt jetzt auch in unserer Challenge. Wir werden aus drei verschiedenen Distanzen drei Versuche wagen. Und dann schauen wir mal, wir haben miteinander Fußball gespielt vor einigen Jahren. Miteinander würde ich behaupten, ich war vielleicht schneller, aber er war technisch auf jeden Fall versierter als ich. Mal schauen, was würdest du sagen, wie würdest du es einschätzen? Ja, genauso wie du es gesagt hast, lassen wir uns einfach überraschen und die Challenge soll entscheiden, wer besser ist. So ist es. Aber natürlich denken wir auch an die Gesundheit unserer Mitmenschen und haben hier auch ein tolles Produkt von Pure Encapsulation, das Original Chrondoaktiv. Wir wissen, vor allem im Alltag, im sportlichen Bereich sind wir immer wieder Belastungen ausgesetzt. Deine Karriere selber ist ja durch einen Knorpelschaden und einen Knöchelbruch geendet. Kennst du viele Menschen, die sowas unterstützend vielleicht auch nehmen, um auch präventiv vorzubeugen? Ja, also es ist sicher ein tolles Produkt. Ich hätte es vielleicht vor 17 Jahren gebraucht. Dann wäre vielleicht die Karriere weitergegangen. Ich kann es nur weiterempfehlen und für alle, die Knorpelschäden hinter sich haben oder einen Knöchelbruch, nehmt das und schaut, dass es wieder gesund wird. Also ein tolles Produkt, was man auf jeden Fall nahrungsergänzungstechnisch noch dazu nehmen kann. Würde allerdings vorschlagen, wir kommen jetzt zum großen Wettbewerb. Bin schon sehr gespannt, wer das Rennen macht. Let's go! So, natürlich gehört auch ein Münzwurf dazu. Unser technischer Direktor, der Reini, wird das Ganze vornehmen, damit wir auch wissen, wer wirklich von uns beginnt. Genau. Heimvorteil? Ja, also, ich nehme die Zahl. Okay.
oder? Oh. Das ist schon die erste Niederlage. Ja. Naja, aber jetzt muss ich mich halt dreimal hintereinander. Ja. Alles Gute. Alles Gute. Und es hat nichts mit Häme zu tun, ich versuch's noch einmal mit dem Linken. Ei! 2-0, 2-0. Aber ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Eieiei, Anschlusstreffer. Ausgleich, 2-2, super. Ich hab schon geglaubt, ich bin gut. Jetzt kommt auch der Linke, damit man was zeigt. Oh, Rabona! Und der geht auch noch. 3-2. Ja, ich glaube, bei dir hat sich der Mut mehr ausgezahlt. Erste Kategorie geht an dich, aber du darfst gleich weitermachen, aus der mittleren Distanz. Ja. Ja. Ah gut, das ist mal wieder 5-2. Ah, der war zu hoch. Schau, geht doch, geht doch. Aha! Da! Letzte Chance. Ho! Huhu! 5-4, oder? Ausgleich. Aber der Ausgleich ist noch möglich. Ei. Naja, die Niederlage ist besiegelt, aber zumindest einmal könntest du schon treffen. Ne? Na, geht ja. 6-4. Also wenn du alle drei triffst, dann gibt es ein Saftel. Ei, jetzt meine ich das ernst. Ein Getränk, wenn er jetzt trifft. Ja, da zeigt er dann doch mehr Nerven. Maike, danke für das Privatduell. 7-4 ist an dich gegangen. Macht mega Spaß. Ich glaube, auch die Austria hat den Mehrwert erkannt. Vielleicht noch eine Message an unsere fußballbegeisterten Zuschauer. Wann gibt es dieses Produkt? Wann könnt ihr regelmäßig produzieren und wen wollt ihr letztendlich am meisten begeistern? Welche Altersgruppe? Also so, es geht an die Jugendlichen da draußen, an die Kinder, an die Mädels, an die Burschen. Eins kann ich und wir als Team von Little Ball mit Little Box Stream One, eines können wir euch versprechen, wir bringen es raus. Also Dankeschön. Eine ganz klare Message an euch da draußen. Es hat auch hoffentlich euch viel Spaß gemacht, hier mit dabei zu sein. Großen Dank an die Akademie der Wiener Austria, dass wir hier auch in dieser Halle drehen durften. Und Maike, dir alles Gute für Vielen die Zukunft. Dank, Martin. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Super.